Das Thema meines Vortrages heißt This is not New Work, wie Arbeit das werden kann, was den Menschen stärkt. Christoph, wo bist du? Hier. Hinter dir, Markus, hinter dir. Danke. Das, wenn meine Mutter zuhören könnte, das wäre, weißt du, endlich erklärt mal einer, was ich mache. Stimmt, aufgenommen worden, kannst du ja Evos Champion. Danke dir. Sehr schön. Also ich sehe nur einen Teil von euch, das heißt, ich werde zwischendurch mal von diesen 1,50 Meter hier runterhüpfen, in den Raum reinlaufen, nicht wundern. Aber ihr könnt alle gut zuhören und verstehen, weil ich versuche, so wenig wie möglich über die langweiligen Themen Technologie zu sprechen, sondern über die spannenden Themen, was den Menschen bewegt und tatsächlich mit dem Ziel, wie Arbeit das werden kann, was uns stärkt. Und dazu würde ich ganz gern einen kleinen Schwenk machen. Und zwar haben wir, das sind mein Partner Michael Trautmann und ich, und das ist unser Hobby, nicht meine Firma, einen Podcast gestartet vor so knapp 2 Jahren. Der ist zufällig On the Way to New Work getauft worden. Ich habe einen Schreibfehler gemacht, als wir auf dem Weg nach New York waren. Habe ich geschrieben On the Way to New York und ich bin Legastheniker, also habe ich geschrieben On the Way to New Work. Deswegen hieß er New Work. Irgendwie ist dieses Thema immer größer geworden. Immer mehr Leute haben uns dazu geschrieben und wir machen New Work schon sehr lange. Ich habe noch nie gewusst, dass das der Begriff ist. Und wir haben gedacht, wir machen das schon alles ziemlich gut. Jetzt haben wir diesen Podcast Schüler, Studenten, Manager, Unternehmer, Wissenschaftler, alle möglichen Menschen interviewt, die dann von ihrem Leben erzählen und was da passiert ist. Und dann irgendwann näherte sich die Folge 100, das war jetzt Anfang des Jahres. Und es gibt einen Mann, der heißt Fridtjof Bergmann, der ist 88 und der hat diesen Begriff New Work erfunden in den 70ern. Das, was heute wieder so gehypt wird. Da wir jeden Podcast-Gast persönlich treffen und ich eigentlich ein verkappter Kreativer bin und nur ganz, auf ganz geschickte Art und Weise mein Hobby in die Firma reingebracht habe, habe ich gesagt, wir müssen da natürlich hinfliegen und den treffen. Der lebt nämlich in den USA und lehrt dort auch. Jetzt muss man dazu wissen, der liegt gerade im Krankenhaus. 88, hatte ein relativ toughes Ende letzten Jahres und sagte dann aber, ja klar kommt ihr vorbei, wir nehmen die Folge auf. Wir also mit Sack und Pack darüber geflogen, haben ihn getroffen und sitzen in diesem Raum. Und wie das so ist, ne? Wir wissen ja alle, wie New Work läuft und dann haben wir die Headline und dann kommt das nächste Jahr und dann laufen wir los und wir wissen Bescheid. Und der sitzt da und plötzlich merke ich so, boah, shit, das ist so überhaupt null New Work oder neue Arbeit oder wie auch immer, was wir hier machen. Und zwar keiner von uns. Und er sitzt da und sagt in dem Podcast irgendwann so einen Satz, wo er sagt, jetzt bin ich 88 Jahre alt und ja, ich habe das Gefühl, das ist mir geglückt. Ich habe hier was in die Welt gesetzt und das ist da. Und dann dachte ich so, puh, ich habe auf meinem Handy, das habe ich jetzt wieder irgendwo hingelegt, ich habe auf meinem Handy, und das ist mir dann eingefallen, einen Timer laufen. Der Timer läuft rückwärts bis zu meinem 90. Geburtstag. Also bei Fridtjof noch 2 Jahre weg. Und dachte so, kann ich da auch mit 88 sitzen und sagen, ja, ist mir geglückt. Wir machen ein Projekt mit euch, wir machen ein Projekt mit anderen Firmen, wir machen selber bei uns New Work. Ist mir das dann geglückt? Und dann habe ich die letzten 2 Jahre Revue passieren lassen und wir leben in einer Zeit der Dauergeschwindigkeit. Ich habe in den letzten 18 Monaten, ich glaube, 50 Keynotes gehalten zu Digitalisierung, zu AI und dann müssen wir hier ein Projekt und da Change Management und loslaufen und Action und Action und Action und Action. Puh. Und dann haben wir wirklich, als wir diesen Vortrag vorbereitet haben, als Irene und ich telefoniert haben, habe ich so gedacht, was jetzt? Was jetzt? Wir lassen uns von der Geschwindigkeit, in der wir versuchen, uns ein neues Ziel zu setzen, immer weiter blenden. Die raubt uns jegliche Klarheit, jeden klaren Blick auf das, was kommt. Die Scheinwerfer rauben mir den klaren Blick. Ich gehe jetzt mal nach vorne. Jeden klaren Blick auf das, was wir machen. Das heißt, wie können wir New Work ins Unternehmen bringen? Ihr lauft alle mit dem Buzzword rum, bei euch heißt es Future Work, bei uns heißt es New Work. Wie können wir das machen? Die Uhr tickt weiter. Wie sorgen wir dafür, dass New Work funktioniert?
ihr macht die Projekte, ihr seid mit eingespannt. Was können wir tun? Und es gibt zwei Sachen, boah, meiner Meinung nach, und es ist nur erfahrungswert aus dem, was ich bei euch beobachtet habe und in den Projekten. Das eine betrifft euch höchstpersönlich und ich kenne die meisten von euch nicht persönlich. Das heißt, ich maße mir das nur auf meine eigenen Beobachtungen an und versuche die zu teilen und dann könnt ihr die nachher challengen. Wir haben noch genug Zeit für Fragen. Und das zweite ist, was kann das Unternehmen überhaupt tun? Was kann das Unternehmen leisten? Ich glaube, da überschätzen wir uns nämlich stark. Fangen wir mal an mit uns selbst. Es gibt einen Satz als Unternehmer, der heißt, es beginnt mit dir, it starts with you. Aber der geht eben genauso weiter, it ends with you. Ich kann nur sagen, es liegt in meiner eigenen Verantwortung, was bei mir beginnt und was nicht. Und einer der Kernsätze von New Work ist die Frage, was will ich wirklich, wirklich? Nicht so, ich stehe morgens auf und ich habe so ein bisschen Lust auf Arbeit und nicht so richtig auch nicht und auch Kennzahlen zusammenstellen für die Präse und heute Abend noch auf eine Party, sieht hier scharf aus, mal gucken. Nein, was will ich wirklich? Meine Verantwortung. Und das hat ganz viel damit zu tun, natürlich, was mir Freude bereitet, aber auch, was meine Fähigkeiten sind. Wem sagt der Begriff Flow etwas? Ich habe ein Video aufgenommen auf Mallorca. Morgens beim Sonnenaufgang, putschponierend, mit einem Kumpel von mir und seinem Sohn. Ich glaube, sein Sohn Robbie ist 12 oder 13 zu dem Zeitpunkt gewesen. Ist in der Schule, in der internationalen Schule in Mallorca. Und ich dann so die Kamera genommen, die ist meistens dabei. Ich so, hey Robbie, do you know what flow is? Und das ist jetzt auf Englisch. Trotzdem sollte es ganz gut zu verstehen sein. Hört mal zu, was ein 13-Jähriger sagt zur Definition von flow. Robbie, you know the concept of flow as well already. How does it work? You have challenge, the rate of challenge and the rate of skill. If you have low skill and high challenge, you're very stressed and don't know what to do. Then you have high skill and low challenge, you get bored and you've got everything under control. There's enough skill and enough challenge where you're just right. And then there's low skill and low challenge where you're bored as well. Yeah. Und ich nur so, oh shit. Ich habe gedacht, er sagt so, ja, ich kenne das Konzept, klar. Also fing er an, mir das Konzept von Flow zu erklären. Und er hat dabei zwei enorm wichtige Sachen gesagt. Skill, also Fähigkeiten und Challenge, Herausforderung. Und Challenge hat mit der Komfortzone zu tun, dem Ding, in dem wir uns meistens bewegen, weil es so herrlich bequem ist. Ja, wunderbar, unsere vier Ecken, ganz entspannt. Und ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig aus seiner Komfortzone raustritt. Man denkt ja dann, okay, ich trete ein Stück aus der Komfortzone raus, Fähigkeiten erweitern sich vielleicht so ein bisschen. Ist nicht so. Meine Erfahrung, und das können wir auch nachher gerne diskutieren, ist, sobald ich aus der Komfortzone raustrete und ich mache einen Schritt aus meiner Komfortzone raus, passieren meistens Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Das heißt, diese Komfortzone erweitert sich exponentiell, wie so eine Serviette, die ich auffalte, weil ich plötzlich merke, ah, wir fangen an, einen Podcast zu machen und der hat irgendwie mit New Work zu tun. Ah, New Work, krasses Thema und eigentlich machen wir das schon lange. Oh, interessant. Aber so richtig wohlig habe ich mich am Anfang auch nicht gefühlt, mit auf der Bühne stehen und dann gucken Leute und ich sehe nicht genau. So, Komfortzone. Ganz, ganz viel, was außerhalb dieser Komfortzone stattfindet. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig zu wissen, was will ich denn wirklich, weil ich meine Fähigkeiten, mit denen ich dann arbeite, natürlich kennen muss, um zu wissen, wann trete ich jetzt aus der Komfortzone raus? Wann erweitere ich diese Fähigkeiten einen Schritt? Das ist meine Verantwortung, immer. Deswegen ist es bei New Work auch so wichtig zu verstehen, dass Ausprobieren viel wichtiger ist, als sich zu spezialisieren. Ich habe noch in St. Gallen, du hast St. Gallen erwähnt, ich habe gehofft, du erwähnst es nicht, aber okay, jetzt ist es passiert. Da weiß ich noch, der letzte Tag, da sagte der Vater eines Freundes von mir beim Rausgehen, als wir die Zeugnisse bekommen haben, sagte er, jetzt, du hast jetzt so viel gemacht, weil ich habe da irgendwie an der Uni dann irgendwie damit gearbeitet, hier ein bisschen was gemacht, jetzt wird es langsam Zeit, dass du dich mal festlegst. Er sagt das Wort, dass du dich mal festlegst, Junge. Nein. Fridtjof, der Erfinder von New Work, hat als 19-Jähriger, ist er in die USA gekommen, der hat 20 verschiedene Jobs gehabt, vom Auslader von irgendwie Getreide über Boxer, über Hafenarbeiter und so weiter. Der hat ganz viele Dinge kennengelernt. Und die Zeit, in der wir leben, in der sich die Dinge so schnell entwickeln,
Online-Marketing, Plattform, iPhone und so weiter. Ich könnte euch 1000 Beispiele nennen. Wir können nachher gerne darüber diskutieren. Wir wissen es nicht, was passiert. Wir müssen die Dinge ausprobieren. Wenn wir damit aufhören, ist das der erste Schritt, wo wir uns selbst sabotieren, dass wir weiterkommen mit unseren eigenen Fähigkeiten. Das ist auch der Grund, wenn wir jetzt auf die Unternehmensseite gucken, warum man extrem vorsichtig sein sollte, wenn es darum geht, an die eigene Karriereentwicklung zu denken. Patty McCord von Netflix hat es wunderbar formuliert. Die sagte, seid vorsichtig zu erwarten, dass Unternehmen sich um eure Karriere kümmern. Das ist eure Verantwortung. It starts with you, it ends with you. Meine Verantwortung, meine Karriere. Das ist das, was ich leisten kann bei New Work. Das ist eine Haltung, die ich einnehmen kann. Zu wissen, was sind meine Fähigkeiten, wo ist die Grenze, wo erweitere ich die. Das heißt, das ist nicht die Aufgabe des Unternehmens. Was ist denn jetzt die Aufgabe des Unternehmens, wenn es um New Work geht? Ihr habt die Aufgabe, Fähigkeiten kennen, Fähigkeiten nach außen kommunizieren, Fähigkeiten einbringen. In einem Wort könnte man sagen, und können wir auch gerne diskutieren, ist die Aufgabe eines Unternehmens heute, Transparenz zu schaffen. Ein totales Buzzword, wo man denkt, was soll der Scheiß? Ein Wort, Transparenz? Warum? Warum? Wir machen die Projekte mit Office 365, mit G Suite und den ganzen Tools schon sehr, sehr lange. Über 10 Jahre. Transparenz ist der Schlüssel, um Vertrauen zu bauen. Wenn ich als Unternehmen transparent bin über meine Ziele, über meine Erfolge, über meine Misserfolge, über die Art und Weise, wie wir arbeiten. Ja, keine Ahnung, wenn ihr sagt transparent, Homeoffice wollen wir nicht, ist nicht unsere Kultur. Habt ihr es transparent nach außen kommuniziert? Kein Mensch würde sich bewerben und sagen, haha, ich will aber Homeoffice. Wäre Transparenz kompliziert. Wenn ich Transparenz schaffe, dann können Leute, wenn es authentisch ist, wirklich sagen, okay, ich bin dabei oder ich bin nicht dabei. Ich mache mit oder ich mache nicht mit. Das stärkt den Sinn des Unternehmens, die Sinnfindung, aber auch die, weil es die eigene Sinnfindung stärkt. Das heißt, ihr versteht, hey, das ist mein Purpose, das sind meine Fähigkeiten, da will ich hin. Und das ist ein Unternehmen, wo ich das gut einbringen kann. Das ist das Einzige, was ein Unternehmen im Kern tun kann, um New Work zu schaffen. Nicht die Karriereplanung, nicht die 1000 Themen. Das meine ich mit diesem Unterschied zwischen, wir beschäftigen uns mit den ganzen Projekten. Transparenz. Wie schaffe ich Transparenz? Und das kann ich technisch tun. Ich erkläre immer wieder, wenn wir an Kommunikationstools denken, und das sind jetzt die Tools, wie Office 365. Und deswegen versuche ich zu erklären, warum das so wahnsinnig wichtig ist, was ihr gerade macht. Wir teilen diese Tools in zwei Welten ein. In die asynchrone Welt, eher auf der Seite. Ja, E-Mails schreiben, Dokumente schreiben, Faxe schreiben. Und die synchrone Welt. Telefonieren, hier auf der Bühne stehen, ein Meeting machen und so weiter. Das ist die eine Dimension, in der wir uns bewegen. Und das sind Tools, die Transparenz ermöglichen können. Die zweite Dimension ist die Geschwindigkeit, in der diese Tools da in der Lage sind, Informationen zu übertragen zwischen uns, um Transparenz zu schaffen. Ich will mal zwei Beispiele rausgreifen. Einmal die typischen Messenger-Tools. Das ist Realität. Warum ist dieses Tool so wahnsinnig erfolgreich? Wer erinnert sich noch an Telefonketten in der Schule? Heute gibt es eine WhatsApp-Gruppe, da sagt einer, der Lehrer ist krank. Wieso ist der schon wieder krank? So. Das ist transparente Kommunikation. Aus irgendeinem mir unerklärlichen Grunde beherrschen wir das alle im Privatleben, organisieren den Junggesellenabschied, das Wochenende, können Fotos austauschen, Standorte austauschen. Und kaum kommen wir ins Unternehmen rein, werden die E-Mails wieder 2 Seiten lang, Konzept runter erklärt, Word-Datei drangehangen. Mit noch der PowerPoint, dem PDF und dem Hinweis auf den Datenschutz. Das sind Informationen, die kann keiner erfassen. Wenn ich von Transparenz spreche, spreche ich eben von Tools wie zum Beispiel WhatsApp, wie zum Beispiel euer Microsoft Teams, wo ihr in der Lage seid, sofort zu erfassen, was passiert in dem Projekt? Kann ich da dran mitwirken? Sollte ich da dran mitwirken? Kann ich das sehen? Kann ich es nicht sehen? Warum soll ich es nicht sehen? Ich bin Mitarbeiter dieses Unternehmens. Deswegen ist das so wichtig. Es ist nur für euch ein gigantischer Kulturshift. Da steht ein Wort, Transparenz. Ihr habt es nie gelernt, weil es immer anders war. Ist auch nicht schlimm, war so. Deswegen ist es so wahnsinnig schwer, das jetzt einzuführen. Das kann aber ein Tool leisten. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, was ihr da gerade macht. Zweites Beispiel. Workspace. Für uns auch nur ein Tool auf dieser Achse synchron, asynchron. Der Arbeitsplatz, der Büroraum ist ein Kommunikationstool. Nicht mehr und nicht weniger.
Ihr könnt natürlich ins Büro kommen und sagen, es ist schön, da zu arbeiten, aber im Kern ist das Büro in der Lage, dafür zu sorgen, dass Beziehungen aufgebaut werden. Ich treffe Menschen, ich bin jetzt hier. Ihr könntet euch ein YouTube-Video anschauen. Aber das ist nicht so emotional wie jemanden treffen. Man kann sich ein Bild machen, man sagt, ich mag die Nase, ich mag die nicht, ich finde die gut, ich finde die schlecht. Egal, ihr habt eine Meinung. Das ist der Riesenunterschied. Das kann ein Büro leisten. Das heißt, anstatt hinter einem Bildschirm zu sitzen und zu hoffen, dass mich keiner anspricht während des Arbeitstages, was ja in vielen Büros passiert, ist das Büro dazu da, um synchron miteinander zu kommunizieren. Auch das schafft Transparenz über Projekte. Ja, wunderbar, hier auf der Herrentoilette hängt ein Post-it. Da steht drauf, bitte den Fußtreter benutzen für das Waschbecken. Ja? Wie sind Post-it-Notes entstanden? Wer kennt die Story der Post-it-Notes von 3M? Wer kennt die? So viel zum Thema Transparenz. Also, das sind zwei Typen bei 3M, also die Firma, die Kleber entwickeln. Der eine hat in einem Chor gesungen. Und der hat sich immer geärgert, dass immer, wenn er die Seiten angeklebt hat vor diesen Chorbüchern, die so dünn sind, dass er die rausgerissen hat, die Seiten, weil der Kleber so hart war. Der andere wollte einen Kleber entwickeln, der nicht klebte, was halt doof ist, wenn man einen Kleber entwickelt. Die beiden haben zufällig, weil die bei 3M eben auch diese zufällige Zeit haben, über dieses Projekt gesprochen. Transparenz. So sind Post-it-Notes entstanden. Ja, die Dinger, mit denen wir unsere Passwörter speichern am Bildschirm. Also, Workspace. Und auch den Space, den ihr gerade testet und ausprobiert, sorgt für Transparenz. Deswegen ist das so irre wichtig, was ihr da macht. Und nicht so, oh, ich mag die Farbe nicht oder ich finde das nicht gut oder warum wird da rein investiert. Das ist so wichtig. Das ist ein Kommunikationstool, was das ermöglicht. Der Gründer von Slack, was das Vorbild von Microsoft Teams ist, als wir den im Podcast getroffen haben, der hat es eigentlich in einem Satz zusammengefasst und sagte, ich als CEO, und Slack ist wirklich eines der schnellst wachsenden Firmen in der Geschichte, ich als CEO habe nur noch eine Aufgabe, meinen Mitarbeitern die Steine aus dem Weg zu nehmen, beiseite zu räumen. Das mein ich mit Tools einzuführen, die Transparenz ermöglichen, damit dieses Vertrauen aufgebaut werden kann und damit jeder entscheiden kann mit seinen eigenen Fähigkeiten, mache ich da mit oder mache ich da nicht mit? Wie bringe ich jetzt die Seite meine eigenen Fähigkeiten und die Seite Unternehmen zusammen? Weil eines ist für mich klar, New Work ist keine One-Man-Show oder keine One-Women-Show oder One-Person-Show, um das Gender korrekt zu machen. New Work ist Teamplay. Ich muss ja in irgendeiner Form in dieser ganzen Mannschaft hier zusammenarbeiten. Wie bringe ich das zusammen? Und da sage ich euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Weil das ist etwas, was nur ihr für euch selbst beantworten könnt in jedem Unternehmen. Eigene Kultur, die eigenen Umstellungen, die Schmerzen, die dabei hochkommen. Jeder muss das für sich selbst beantworten. Und ich würde gerne, bevor wir in die Diskussion starten, euch mit einem Eindruck lassen, den ich mitgenommen habe, als ich den 88-jährigen Friedhof Bergmann getroffen habe. Wir haben ein kleines Video gemacht danach, weil mich das sehr bewegt hat. Und ich würde mich freuen, wenn wir danach in die Diskussion starten. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Michael. Schön, dich zu sehen. Große Freude. Ist ja wunderbar. Wir treffen uns. Ja. Wie ihr mir die Gelegenheit gibt, zu beschreiben, was ich versuche, dann... Das wollen wir. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, Folge 100. Michael und ich, Christoph, sitzen in Ann Arbor bei Friedhof Bergmann. Ja, und der Friedhof Bergmann ist ganz glücklich, dass ihr bei ihm seid. Aber dagegen ist es eben wieder einer dieser Punkte, wo ich mich gewehrt habe. Gesagt habe, ich glaube, die Arbeit ist ein interessantes Thema und kann also ein sehr interessantes Thema werden in der Zukunft. Das ist etwas, wo ich gewissermaßen recht hatte. Jetzt bin ich 88 Jahre alt und ich habe das Gefühl, nein, es war nicht ein Fehler. Es ist geglückt, trotzdem ich jetzt 88 bin.
Also das, etwas zu tun, das einem Angst macht. Und eben zu sagen, okay, mach Angst. Schön, gut, darf dich nicht besonders beeindrucken. Für mich ist der Gedanke, dass etwas einem Angst macht, macht mir keine Angst. Entscheidend ist, dass wir jetzt die technologischen Möglichkeiten haben. Wir haben jetzt die Technologie entwickelt, die es uns möglich macht, Arbeit völlig anders aufzubauen, zu denken, zu organisieren als bisher. Arbeit kann wirklich das sein, was den Menschen stärkt, anstatt ihn schwächt. Also das ist im Grunde genommen einer der Hauptgründe, warum ich ganz einfach gesagt so sehr dankbar bin, dass ihr jetzt hier seid. Weil das ist jetzt die Gelegenheit, das dazu zu bringen, dass der Modebegriff neue Arbeit mit dem Gegenteil von dem konfrontiert wird. Und dass etwas ganz anderes wirklich die Absicht von allem Anfang an war. Wie sieht die Welt aus, die wir wollen? Jetzt hängt es von uns ab. Es hängt von euch ab. Dankeschön.